Weltcup-Spiel von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anfang gespielt. Kickers auf dem Bach, Kickers auf dem Bach, Kickers auf dem Bach. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay. Spiel von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anfang gespielt. Kickers auf dem Bach, Kickers auf dem Bach, Kickers auf dem Bach. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay. Vergessen, geht wieder bei Null los. Und da müssen wir halt sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hopp. Und der nächste, let's bring. Hopp. Hop. Vor dem Abbruch. Die Vorentscheidung zugunsten der Kickers ist gefallen. Ich habe gespielt von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anfang gespielt. Kickers auf dem Bach.
Spiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper. Englische Wochen, es geht Schlag auf Schlag. Ich sage hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Ja, wie gesagt, weiter geht's. Schon am Ostersamstag, jetzt um 14 Uhr am Biberer Berg gegen den FC Gießen. Bei herrlichem Fußballwetter, so meldet es der Deutsche Wetterdienst. Und der OFC mit 7 Pflichtspielsiegen in Folge. Das lässt sich gut an. Da sollte man jetzt mal schnell den Ticketshop bemühen und sich ja rechtzeitig sein Eintrittskärtchen sichern. Denn das wird, denke ich, doch ein großer Spaß wieder auf Biebers Höhen. Freue mich, dass Ronny Marcos da ist. Hallo. Servus, hi. Und natürlich der Cheftrainer, Sreto Ristić. Hallo. Ronny, ich habe es eben schon mal angedeutet. 7-mal habt ihr gespielt zuletzt und 7-mal gewonnen. Da geht nicht viel mehr, aber das könnt ihr beibehalten. Ja, ist eine schöne Momentaufnahme. Und wir hoffen natürlich, dass es auch so weitergeht. Aber dafür müssen wir auf jeden Fall sehr, sehr viel arbeiten und vor allem auch alle gesund bleiben. Da sprichst du etwas an. Arbeit war das auch gestern. Vor ein paar Stunden saßen wir noch da unten an der französischen Grenze oder haben euer Spiel beobachtet. Und ihr habt da gestrampelt und geackert. Es war, naja, es war kein fröhlicher Ausflug. Es war schon richtig harte Arbeit, ne? Ja, aktuell geht es Schlag auf Schlag mit den englischen Wochen. Dann natürlich noch jetzt, glaube ich, waren das die weitesten Auswärtsspiele, die wir jetzt binnen 3 Tagen hatten. Ja, natürlich schön, dass wir es positiv für uns gestalten konnten. Und ja, wie du sagst, das war auf jeden Fall ein ordentliches Stück Arbeit. Und du hast ja auch erheblichen Anteil am Erfolg gehabt. Hast ja da eine wunderbare Flanke reingezwirbelt. Tolle Sache. Ja, freue ich mich. Aber in erster Linie geht es einfach darum, dass wir als Mannschaft 3 Punkte mitnehmen. Und um mehr geht es eigentlich auch gar nicht. Und so soll es dann vielleicht auch am Samstag weitergehen, ne? Das wäre schön. Das wäre schön. Das würde auch dem Trainer gefallen, könnte ich mir vorstellen. Ja, nichts dagegen. Nichts dagegen. Aber wir haben es eben angesprochen, Sreto. Das war schon ein richtig hartes Stück Arbeit gestern, denn so auch in der zweiten Halbzeit war es ja nochmal richtig eng, aber ihr habt richtig Moral gezeigt. Ja, ja. Wenn man die ganzen Umstände sieht, was bei uns die letzten 2 Wochen passiert ist, und das war dann mehr wie gut, wenn man auch das Wetter noch dazu sieht. Wir haben in Aalen quasi vor 3 Tagen bei 0 Grad gespielt, Schnee, Regen, und dann gestern bei 23, 25 Grad haben wir Pedi Protect sehr gut gebraucht. Das haben wir auch ordentlich drauf geschmiert. Trotzdem leuchten wir. Du hast auch richtig gute Farbe bekommen, muss ich sagen. Ja, Pedi Protect. Ja. Das war sehr gut. Also das alles ist nicht einfach, nicht normal, aber so wie wir das annehmen, wie die Mannschaft das annimmt, was für eine Moral, die da aufgetrumpft ist, und über 90 Minuten, das war ja verdient und sehr, sehr gut. Das heißt, mit Training ist nicht viel. Jetzt erstmal regenerieren angesagt. Ja, mit den Jungs, die weniger gespielt haben und teilweise angeschlagen sind oder waren, mit denen waren wir jetzt auf dem Platz. Ich komme jetzt gerade vom Platz, aber man kann einfach nicht viel machen. Wir sind gestern, glaube ich, kurz vor 12 hier angekommen, saßen über 3-4 Stunden im Bus noch, und jetzt geht es ja schon wieder los in 2 Tage. Und von daher kann man wenig machen. Und ich hoffe, dass jetzt zu den Verletzten und Angeschlagenen nichts mehr dazukommt. Klar haben wir wieder 2 gesperrte Spieler. Aber ich hoffe, dass die Jungs jetzt vernünftig regenerieren und dann wir zu Hause ja vor eigenen Fans mit unseren Fans in den Rücken, die uns übrigens gestern auch wahnsinnig unterstützt haben. Das ist schon herausragend. Aber so muss es weitergehen. Und jetzt kommt der FC Gießen. Die ja, sind etwas weiter unten angesiedelt, aber auch das wird kein Freilos. Das ist für uns unwichtig. Wir gehen jeden Gegner mit Riesenrespekt an. So ist es auch gegen Gießen. Das ist eine Mannschaft, die wahnsinnig viel Erfahrung in ihrer Mannschaft hat. Auch aber junge, dynamische Jungs mit sehr viel Geschwindigkeit haben. Auch Kreativspieler im Kosovo, der einen, der wirklich sehr viele Situationen lösen kann. 1-1, 2-1, das ist schon sehr, sehr gut. Auch die Ergebnisse, die sie gestalten, ja, das ist immer eng. Das musst du auch erstmal für dich entscheiden, und es wird kein einfaches Spiel. Von daher, Tabellenplatz unwichtig. Vielen Dank erstmal für die ersten Statements. Ihre Fragen bitte. Hallo, eine Frage an Sreto. Du sagst, das ist Wahnsinn, was die letzten 2 Wochen passiert ist oder was die letzte Zeit passiert ist. Ist es vielleicht auch genau das, was einen guten Trainer auszeichnet?
Ja, ich habe ehrlich gesagt gar keine Zeit, jetzt über Sachen nachzudenken. Ich muss sie so annehmen, wie sie kommen. Die Energie sparen wir wirklich nur für das, was wir beeinflussen können. Und das ist das, was gestern schon passiert ist, ist vorbei. Das haben wir abgehakt, das interessiert keinen mehr. Wir haben uns kurz gefreut, aber jetzt geht es wieder Fokus. Nächster Gegner, und das ist Dienstag Gießen. Alles andere spielt keine Rolle. Ich versuche nur meine Arbeit zu machen, und die Jungs helfen mir dabei enorm. Und da bin ich auch, habe ich schon gesagt, wahnsinnig stolz, was wir jetzt die letzte Zeit oder über fast anderthalb Jahre jetzt geleistet haben. Das ist herausragend. Dann noch eine Frage an Ronny Marcos. Dein Vorredner vor ein paar Tagen, Osa, hat schon gesagt, er findet es ganz gut, dass jetzt englische Wochen sind. Wie sieht es bei dir aus? Also er sagt, er hat lieber Spiele als Trainingseinheiten. Ja, Spiele sind immer eine schöne Sache natürlich, aber ich glaube jetzt in den nächsten Wochen, wo es ja wirklich Schlag auf Schlag geht, wäre vielleicht mal eine normale Woche, sage ich mal, nicht verkehrt, dass man sich mal ein bisschen sortieren kann. Aber ja, wir sind aktuell im Rhythmus jetzt, trotz allen oder trotz allen Umständen, die jetzt waren. Ja, das müssen wir versuchen beizubehalten. Dann noch eine Frage ans Reto. Wie sieht es aus mit der Krankenstation? Der Krankenstation. Ja, es ist ja nicht nur die Krankenstation, du hast ja angesprochen. Wir haben ja noch andere Problemchen. Ja, also es wird nicht einfacher, sagen wir mal so. Aber es ist nun mal so. Ich hoffe, dass kein Verletzter dazukommt. Die Jungs, die länger verletzt waren, sind immer noch in der Reha. Beim Mike und Rafa sieht es so aus, dass die schon auf dem Platz Sachen mitmachen können. Wir haben ein paar Jungs, die ein bisschen Wehwehchen mit sich schleppen. Fetscher hat gestern schon vorm Spiel Probleme gehabt, aber hat sie durchgequält. Und dann haben wir noch zwei gesperrte Spieler mit Serkan und mit Seba. Das sind schon Wahnsinnsausfälle. Wir kommen aber auch zwei Jungs zurück mit Hussein Bastic und Boyai. Von daher, ich hoffe, dass jetzt nichts Gravierendes passiert und werden mit Sicherheit wieder 11 gierige, 11 willige Jungs mit wahnsinniger Mentalität auf den Platz schicken, um das Spiel für uns zu entscheiden. Ich schaue nochmal in die Runde. Das war es anscheinend an Fragen. Dann kann ich sagen, ja, dass es ja wie gesagt am Samstag mit dem Spiel weitergeht und am Sonntag sind wir dann schon wieder hier, ähnlich wie gestern und heute, zur Pressekonferenz. Da nehme ich dann für das Heimspiel gegen die TSG Balingen. Die erwarten wir dann eben am Dienstag. Soweit erstmal, und ja, jetzt wünschen wir unseren Jungs dann viel Erfolg, dass sie das Osternest schon mal richtig bauen können und am Ostersamstag dann den nächsten Dreier einfahren. Dankeschön.